Ihr Lieben, wo wir sind? Wir sind in unserem Schiffsdesign-Bildschirm hier bei Endless Space 2 beim Let's Play, Live Let's Play in diesem hübschen Spiel. Ich bin Writing Bull und mein Gast und Co-Kommentator an dieser Reihe, die jeden zweiten Dienstag live läuft auf den Twitch- und YouTube-Kanälen von den Entwicklern und auch von mir und hoffentlich demnächst auch wieder. Das klappt nicht immer auf der Steam-Shop-Seite des Spieles, ist Stefan Kaiser, der Community-Manager von Amplitude. Hi Stefan. Hallo. Hallo. Wir haben ein neues Schiff designt, das ist der neue Schiffstyp, das ist die Eskorte 2. Ist ein Invasionsschiff mit ein bisschen Angriffsfähigkeiten, keine Defensivgeschichten mit dabei. Haben wir eben lange drüber diskutiert, steigen wir nicht nochmal ein. Wir gehen raus und gehen jetzt hier in unserem Heimatsystem rein in die Produktion und lassen die Bergarbeitergewerkschaft, schieben wir einen Ticken noch zurück. Deren Funktion besteht einfach darin, dass wir mehr strategische Ressourcen generieren, was aber im Augenblick nicht total wichtig ist. Wir hatten allerdings auch zwischenzeitlich noch weitere Systemverbesserungen oder weitere Gebäude oder wie immer man das nennen möchte, freigeschaltet. Den Forschungspark der Endless, das ist ein Weltwunder, was unfassbar teuer ist in der Produktion, aber auf unserem forschungsstarken System auch nur 10 Runden, auf unserem produktionsstarken System auch nur 10 Runden dauern würde, bis es fertig wäre, denn wir haben stolze 150 Produktionspunkte mittlerweile. Was schon eine coole Geschichte ist. Wir könnten das sogar auf 210 erhöhen. Wir haben eine Modernisierung zur Verfügung. Das ist diese hier, Modernisieren auf Stufe 2. Ich stelle das mal eins vor. Das hilft ja bei allem. Wir wollen immer noch weiter produzieren. Wir geben dafür einmalig 20 aus. Es läuft immer eine Runde. Also der Bau von einer, also die Durchführung einer solchen Modernisierung läuft immer. Egal was es für ein Planet ist, immer genau eine Runde lang. Und benutzt werden halt, wird halt Zeit, diese eine Runde, und Luxusressourcen. Das sind 20 von denen, wo ich den Tooltip wieder nicht drauf zeigen kann. Was ist das? Jadonix. Genau. Das läuft jetzt. Prima. Machen wir. Machen wir unbedingt. Gut so. Und jetzt gehen wir bei den Schiffen rein. Und als nächstes kommen die Eskorten. Wir wollen eine Invasionsflotte haben von 4 Stück. Mindestens. Wir können auch mehr, aber 4 ist schon mal ganz gut. Wir werden wahrscheinlich zwischendurch auch noch irgendwas anderes einstellen. Ich mache mal 2 rein, damit wir nicht die ganze Zeit puzzeln. Da haben wir schon mal 2. Wir werden wahrscheinlich ja nächste Runde hier oder übernächste Runde, wenn wir bei der Forschung durch sind, mit den autonomen Konstruktionen auch noch irgendein Angriffsschiff reinschmeißen. Wahrscheinlich das ja nochmal durcheinander werfen, aber das haben wir hier schon mal drin. Wir gehen wieder raus. Wir gehen hier wieder raus, wir klicken auf untätige Flotte auswählen. Das ist die Flotte hier, die darauf wartet, dass in einer Runde eine Piratenflotte erscheint. Und stehen 2 Sonden zur Verfügung. Eine würde ich gerne starten. Danach würde ich gerne auf Bewachen gehen, um das Schiff zu beschützen. Würde uns das helfen beim Kampf gegen die Piraten oder kommt es ohnehin zum Kampf? Das, ob die Piraten angreifen oder nicht, hängt natürlich von unserer Beziehung zu den Piraten ab. Wir könnten gut mit den Piraten stehen, was wir allerdings, soweit ich weiß, nicht tun. Also haben die Piraten schon eine Neigung dazu, uns anzugreifen. Wenn wir allerdings auf Bewachen gehen, dann werden andere Schiffe, die in dieses System eindringen, erstmal für eine Runde zurückgehalten und dann können wir entscheiden, ob wir sie angreifen oder nicht. Da sie in dem System vom Stapel laufen, bin ich mir jetzt nicht sicher, ob es die dann davon zurückhält, das System zu verlassen. Sollte es aber, wenn ich mich recht erinnere. Wir könnten die Beziehung verbessern zu den Piraten, indem wir sagen, wir unterstützen euch dadurch, dass eure nächste Flotte stärker ist. Das ist eine Art der Unterstützung, da muss man sich schon sehr sicher sein, dass man das möchte, auch deshalb, weil es uns das kostet, von dem wir wenig haben. Ich notiere uns mal beiden auf unseren inneren Spickzettel, wir müssen uns noch den Markt angucken, ob wir vielleicht irgendwas verhökern, um vielleicht noch einen Helden zu kaufen. Aber das lassen wir mal alles sein, wir sagen mal einfach, wir gehen hier wieder raus, da wir uns nicht ganz sicher sind, ob das Bewachen nötig ist, wir lassen das Bewachen. Ich frage deshalb, weil ich würde gerne noch eine Sonde starten. Wenn wir keine Bewegungspunkte mehr übrig haben, können wir dann immer noch gehen auf Bewachen. Ja. Gut. Dann lass uns doch eine Sonde starten, weil es schadet doch nichts. Wir können die Sonde hier innen drin auch starten. Wir können eine Lebensform uns anschauen.
Die Sonne fliegt. Und wir erfahren, ja, wir haben eine Lebensform analysiert und bekommen Wissenschaft aus Schrott, eine neue Kampftaktik bekommen wir dazu, die wir jetzt zur Auswahl haben ab jetzt. Eine neue Spielkarte für den Kampf. Das ist schön. Wir gehen wieder, können wir noch eine Sonde einsetzen? Die Antwort ist ein Nein. Wir gehen wieder raus. Wir können noch immer eine Sonde einsetzen. Wir haben noch zwei Bewegungspunkte übrig. Hier nach links fliegt bereits, da flog schon eine. Das ist leider wieder etwas schlecht sichtbar. Ich klicke das mal kurz weg und wir schauen mal, wenn wir dicht daran gehen, sehen wir das eher, wo noch keine Sonde lang flog. Hier flog eine lang. Bis hierhin. Ich denke mal, wir schicken hier eine rein. Schauen mal, ob wir hier noch irgendwas aufdecken können. Hier flog ja schon eine lang. Oder wir schicken hier eine lang. Das können wir auch machen. Ich mache mal das hier. Ich schicke mal hier eine entlang. Da fliegt sie. Wir gehen wieder raus. Also bewachen, lassen wir. Wir wissen nicht, ob es was nützt oder nichts nutzt, ne? Wenn wir bremsen eventuell den Feind aus, eventuell nutzt es gar nichts. Schaden kann es zufügen zu uns aber auch nicht, ne? Also lass uns doch bewachen. Nein, das wird uns nicht schaden. Dann bewachen wir hier mal. Und gehen auf eine Runde weiter. Und schauen, was hier passiert. Da entsteht eine Feindflotte. Wir haben eine Tat abgeschlossen, eine große Tat automatisch. Wir haben 20 Sternensystemverbesserungen gebaut, insgesamt auf unseren drei Systemen. Das ist eine legendäre Tat, für die wir gefeiert werden. Sind wir die Ersten, die erreicht haben? Deshalb ist es ja eine legendäre Tat, ne? Ja. Weil es niemand vor uns geschafft hat. Wenn jemand anders sie bereits erreicht hätte, dann hätten wir sie nicht mehr erreichen können. Stefan, darf ich dir auf die Schultern klopfen? Ja, ne? Ich denke schon. Du darfst mir gerne auf die Schultern klopfen. Bist du bereit, mir auf die Schultern zu klopfen? Durchaus. Ich meine, immerhin bist du der Imperator. Nicht auf die Schulter zu klopfen, ist wahrscheinlich Hochverrat. Ja, da hast du völlig recht. Insofern, alles gut gemacht, Stefan, so machen wir's. 20 Systemverbesserungen, legendäre Tat. Die Belohnung sind 75 Jadonix. Wie prächtig die für uns sind und wie praktisch, haben wir eben gesehen, weil wir damit Systemverbesserungen oder Systementwicklungsverbesserungen durchführen können. Eben hatten wir das schon gemacht, das ist sehr hilfreich. Wir gehen hier wieder raus. Und jetzt können wir auch sofort kämpfen. Eine Schlacht gegen Piraten beginnt in Vorta. Das ist der Ort der Schlacht. Verschlagene Piraten greifen uns an. Ein Pirscherschiff. 2000 Trefferpunkte. Die Kampfwerte betragen 32, 67, 32 offensiv, 67 defensiv. Unsere Schiffswerte wiederum. Oh, ich dachte, hier oben könnte man sich die anzeigen lassen. Oder hier. Wo kann man sich das anzeigen lassen? Übererweitert. Nein. Einfach auf den Schiffen. Auf die Schiffe drauf. Ich dachte, es gibt wieder irgendwas. Also auf jeden Fall sind wir viel doller und viel stärker. Wir werden kämpfen. Wir gehen auf erweitert. Wir stellen fest, wir schaffen das auf jeden Fall. Das Feindschiff, na, wo ist es denn jetzt hier? Darüber zu finden, die ein Pirscher verfügt über mehr Strahlen als irgendwas und ist gut in Mitteln. Allrounder-Schiff bei der Distanz. Eher Defensive, also Offensive und setzen auf Strahlenwaffen. Ja, das ist uns irgendwie im Prinzip egal. Wir gucken lieber, dass wir die eigenen Sachen optimieren. Und die eigenen Schiffe sind das hier. Zwei Räumer, zwei Patrouillen. Da orientieren wir uns vielleicht eher an den Räumerschiffen, weil das sind die meisten, die wir haben. Und stellen fest, wir sollten auch mittlere Distanz kämpfen. Und wir sollten gehen. Die Pirscher ist gut. Ist Defensive egal. Wir sollten uns schauen, dass wir eine Defensive haben gegen Strahlenwaffen. Dann könnten wir uns orientieren. Ich glaube, wir nehmen einfach eine mittlere Taktik und nehmen hier die Schildabsorption. Die mittlere Taktik hier, mehr Durchschlagskraft, Rumpfpanzerung ist eigentlich egal. Also ich bin, auch wenn das die kurze Distanz ist, vielleicht für die Energie für die Schilde, oder? Die Energie für die Schilde ist lange Distanz. Das ist für uns auch nicht unbedingt schlecht, denn
Der Feind wählt mit großer Wahrscheinlichkeit mittlere Distanz. Was heißt, dass wir sowieso in die mittlere Distanz übergehen werden. Und dann haben wir auf jeden Fall die hohe Schildabsorption. Und sind gut gewappnet, wenn der uns angreift mit seinen Strahlenwaffen. Richtig. Das wählen wir. Haben jetzt alles gemacht und klicken auf Kämpfen. Auf geht's. Attacke. Möge der Kampf beginnen. Zu Beginn wieder ein klitzekleines bisschen Atmosphäre mit der automatischen Kamera. Wir können zwischendurch auch wechseln. So sieht's taktisch aus. Da oben sind wir. Da unten kommt der Feind. Die ersten Schüsse fallen. Unten seht ihr übrigens eine Vorschau, das ist die Kampfdauer. Hier kann man das Tempo, die Schlachtgeschwindigkeit einstellen, entschuldigt bitte. Hier wird die Anzahl der Schiffe auf jeder Seite angezeigt. Das ist wieder die Übersicht. Wir sind im Augenblick in der Phase. Hier seht ihr es am Symbol, lange Distanz. Man schießt hin und her, der Feind schießt kaum, wir schießen öfters. Munter geballert. Arathon schreibt, die schönen Grafiken bringen echt Stimmung rein ins Game, finde ich auch. Was auch immer viel Stimmung bringt, ist, wenn man gewonnen hat. Entscheidender Sieg! Wir haben es geschafft. Mit der knappen Überlegenheit von 3 Schiffen gegen 1 haben wir erstaunlicherweise gewonnen. Alten Erfahrungspunkte, alles gut. Das ist die Karte, die der Feind benutzt hatte. Die Karte geschütztes Ziel. Alles okay. Wir haben ausnahmsweise mal kein Schiff verloren, aber eines hat ordentlich Trefferpunkte eingebüßt. Eventuell war der Fehler auch vorher schon. Entschuldigung, fehlten auch vorher schon Trefferpunkte. Dass es noch von der Vorschlacht ist, das habe ich nicht mehr genau im Kopf. Wir bestätigen das. Als Faustregel gilt: Imperiale Flotten verlieren keine Kämpfe. Sie opfern nur Erkunder, um die Feindstärke zu ergründen. Sag mal, das ist sehr, sehr schön formuliert. Was mir ein bisschen Sorge bereitet, warum werden die Piraten immer noch angezeigt? Die werden aber ausgegraut angezeigt. Ist das das Gedächtnis, das Kartengedächtnis? Moment. Diese Piraten sind nicht die Piraten, die wir gerade bekämpft haben, denn das ist ein Shuttle. Und wir haben gegen einen Pirscher gekämpft. Die haben 2 Flotten? Es kann sein, dass eine der Flotten von dieser Basis vom Stapel gelaufen ist und eine andere Flotte hier angekommen ist. Dieser Pirscher. Vielleicht der Überlebende unseres vorigen Kampfes, der so hinterrücks unseren Erkunder niedergeschossen hat. Ja, auf jeden Fall können wir nichts mehr machen. Wir haben ja keine Bewegungsaktionspunkte oder wie auch immer. Wir bleiben da. Wir können noch nicht mal. Wir müssten in der Lage sein. Wir können nochmal angreifen. Wenn ich jetzt auf Angreifen klicke, kann ich das auch, wenn ich sage, oh, mein Fehler, auch wieder rückgängig machen, oder? Schlechter. Dann lieber nicht. Dann mache ich das mal nicht. Wir schauen uns mal an, wie stark das Schiffchen ist. Das hat 39, 127. Also mit 3 gegen 1. Und 39 zu 127. Nee, nicht doch. Wir haben knapp das Dreifache. Ach, das schaffen wir auf jeden Fall. Wir greifen an, oder? Wir greifen gleich noch. Man kann... Ich würde schon zum Angriff blasen. Ja. Der Chat stimmt auch zu. Wir sollten auf jeden Fall angreifen. Ja, wenn der Chat das möchte. Attacke, auch der Schlacht nochmal, dass man in einer Runde 2 Kämpfe durchführen kann. Aber die hatten auch uns angegriffen, oder? Eben. Kann man 2 Angriffe innerhalb derselben Runde mit ein und derselben Flotte machen? Normalerweise nicht. Wir wurden gerade angegriffen, deshalb geht das. Normalerweise nicht, nein. Gut. Ich war schon ganz irritiert. Ja. Wir schauen uns das wieder unter Erweitert an. Stellen fest, der Feind ist auf Kurzstrecke spezialisiert. Und wenn er auf Kurzstrecke angreift,
dann volle Kanne mit Projektilwaffen. Defensiv leistet er gar nichts. Bei uns ist es noch wie gehabt. Ich mach mal... Unsere Schiffchen sind auf mittlerer... sind, ja... Die auch Schildkröte. Hier ist wieder zu bedenken. Mhm. Ist wieder zu bedenken. Der Feind möchte auf jeden Fall kurze Reichweite in diesem Fall. Und gar keine Frage, schaffen? Denn er hat ja nur kurze Reichweite Waffen. Er wird es auch schaffen. Die Frage ist, wann schafft er es? Wenn wir die Schildkröte wählen und sagen, wir wollen auch in die kurze Reichweite gehen, dann beginnt der Kampf schon in der kurzen Reichweite. Wenn wir ich kann den Namen jetzt nicht lesen, weil der Tulte drüber, die Schwerkraftverzerrung wählen würden, dann würden wir den Kampf in mittlerer Reichweite beginnen, aber nach Mittel kommt nun mal kurz, dann wäre die zweite Phase kurz und die letzte Phase auch kurz. Dann bin ich für Energie für die Schilde, weil der kann auf lange Distanz nichts erreichen. Das heißt, die erste Kampfphase läuft komplett für uns ab. Selbst in der zweiten Kampfphase sind wir besser als er, weil unsere Schiffe, zweite, drei Schiffe auf Mittel spezialisiert sind. Und ob es dann überhaupt noch zur dritten Phase kommt, kann sein, dass er dann schon hops gegangen ist. Genau. Machen wir, ne? Attacke! Feuer frei, hast du gut erklärt, danke. Wir kämpfen! Das ist das eine kleine Feindschiff. Da kommen sie, aus dem Nichts herangesprungen. Unsere Helden, drei Feindschiffe. Zwei desselben Types und ein drittes. Zwei, die wir bekommen haben von der Minderheitenfraktion. Ganz lange Distanz, der Feind kann noch nicht richtig ballern. Bei uns fahren schon die Geschütze aus. Feuer frei, aus riesiger Entfernung. Auf einen Feind, der gar nicht so richtig weiß, was ihm widerfährt. Sehr schön ist, dass man ja hier im Hintergrund die Piratenbasis sieht. Genau. Also die Skybox wird, also die Skybox selbst natürlich nicht, aber die 3D-Objekte, die in der Skybox angezeigt werden, hängen tatsächlich vom System in dem Moment ab. Also die Planeten, in diesem Fall die Piratenbasis und ähnliches. Kämpfe an der Akademie sind bei dir. Alles läuft super, alles bestens. Auch Kadi bedankt sich für deine Erklärung eben, das mit den drei verschiedenen Etappen, wie du das erklärt hast. Entscheidender Sieg. Und Geo Gattel schreibt im Chat, von allen 4X-Spielen auf meinem Rechner, am Ende des Tages sei es immer Endless Space 2, was er immer und immer wieder anmacht und startet. Entscheidender Sieg über die brutalen Piraten. Das dritte Schiffchen, die Patrouille, hat wieder ein paar Trefferpunkte verloren. Wie heilen wir aus? Wie kann das Schiff neue Trefferpunkte bekommen? Entweder müssen wir einfach einige Runden abwarten für die Reparaturen. Denn wir wissen ja, Scotty braucht mindestens 7 Stunden, deswegen schafft das in 3. Oder wenn wir in einem unserer eigenen Systeme sind, dann können wir dafür auch das investieren. Okay. Also das war ein entscheidender Sieg. Wir sind sehr zufrieden, bekommen noch mehr Erfahrungspunkte und sagen danke. Adi. Und jetzt ist das Schiffchen auch weg. Jetzt sind auch unsere Bewegungspunkte zwar immer noch da, aber kämpfen könnten wir wahrscheinlich kein zweites Mal, wobei Ant-Man im Chat schreibt, es gäbe eine bestimmte Kampftaktik, mit der man mehrmals pro Runde angreifen kann. Richtig, die steht uns aber noch für einige Zeit nicht zur Verfügung. Das ist eine Kampfkarte, also so eine Taktikkarte dann auch. Genau. Und okay. Es gibt zum Beispiel auch eine Kampftaktik, bei der man nach dem Kampf einige Bewegungspunkte zurückerhält, sodass man sich dann wieder verkrümmeln kann. Also, das ist alles gut gelaufen. Sonnen haben wir keine an Bord. Die Frage ist, was machen wir? In 9 Runden kommt erst die nächste Flotte. Ich könnte mir vorstellen, dass wir hier mal langfahren und gucken, was hier hinten ist und dann eventuell zurückkehren.
eventuell zurückkehren. Das war einfach mal diese Sternenbasis nach da hinten durchfliegen lassen. Oder wir sagen, wir heilen aus, wir reparieren erstmal die Patrouille, fahren zurück oder fliegen zurück nach Amosa, heilen dort mit Dust oder wie auch immer und nehmen dann neue Schiffchen dazu. Wäre die sehr defensive Variante. Wenn wir die Sternenlinie erkunden, dann würde ich empfehlen, das mit nur der Patrouille durchzuführen, denn die Patrouille ist etwas schneller als die Räumer. Die hat Treffer, die hat Bewegungspunkte. Wo ist es denn? Wo steht's? 6 und die Räumer haben 4. In der Tat, 50% schneller. Wir gehen mal ein Risiko ein. Wir hoffen, dass die Patrouille überleben wird. Aber das Schiff ist ja jetzt schon ein bisschen betagter. Da kann das. Oh, plädiere ich gerade dafür, dass man ältere Leute auch im Kampf opfern kann. Ich weiß nicht, das nehme ich hiermit feierlich zurück, aus Gründen, die ihr eventuell erraten könntet. Wir wollen das mal aufspalten. Wir klicken hier auf Neue Flotte. Die Volksmarine. Die erste Volksmarine. Wie klingt denn das? Das muss ich umbenennen. Entschuldigt bitte. Das trifft natürlich deinen Kommentar über die älteren Leute, die man an die Front schickt. Sehr gut. In der Tat. Das darf nicht sein. Also das ist mir jetzt. Noch mehr Eigentor will ich nicht schießen. John Walker kommentiert völlig zutreffend im Chat. Im Chat. Writing Bull will nicht geopfert werden. Da hast du recht. Chaos Wuschel, die haben dann mehr Erfahrung im Ausweichen. Definitiv auch richtig. Und es ist jetzt mal. Auch ich weiß wie. Das ist das Schiff Senior. Der Senior. Senioren sollte man nicht unterschätzen. Die gelten, also es heißt ja oft auch, werden die stärksten, kampfkräftigsten, weisesten und Trefferpunkte reisten. Mit Erfahrungspunkten noch und nöcher gesegneten Kreaturen und Schiffe als Senioren bezeichnet. Senior und Stefan Seite an Seite, als wenn das nicht passt. Die Senior oder die Senior ist unterwegs hier, das Schiffchen. Und reist mal in diese Richtung. Das nenne ich todesmutig, muss man sagen. Hier lang. Bis 4 hatten wir schon mal eine Sonde abgeschickt. Strahlende Hörner wird von Liandrill als Flottenname vorgeschlagen. Wäre auch okay. Aber für mich persönlich ist der Satz des Tages der von John Walker, Writing Bull will nicht geopfert werden. Die Quest haben wir abgeschlossen, Herr des Krieges. Wir haben die 60 Zufriedenheit bekommen. Habt ihr eben mitbekommen, wie wir uns das zusammengetrickst hatten? Ich lese meinen Text ausnahmsweise nicht vor, weil es jetzt keine zentrale Quest ist. Und bekommen diese Belohnung. Beschleuniger im PEF-Bereich. Das ist eine Tech. Die ist jetzt erforscht. Und damit können wir eine Systemverbesserung gut für Wissenschaft bauen. Den Magnetfeldgenerator, der auf Planeten mit Anomalien mehr Wissenschaft pro Bürger bringt. 2 mehr. Und einen mehr auf allen. Das klingt ganz cool. Die Frage ist, wie teuer ist der im Bau? Das wird uns da links nicht angezeigt. Außerdem können wir jetzt trockene Planeten kolonisieren. Das scheint mir alles ziemlich cool zu sein. Und wir können noch, und wir bekommen sogar noch weitere Sachen. Das ist alles sehr schön. Ich bin dafür, dass wir sogar gleich mal gucken gehen in unseren Systemen, ob wir das irgendwo in die Bauschlangen reinpacken sollten. Taucht gar nicht auf, oder? Doch, das ist der hier. Der Magnetfeldgenerator. Jetzt sehen wir auch, wie teuer der ist. 280 Produktionspunkte. Das ist für uns ein Klacks auf Deneb. Wie viel wird uns das denn bringen? Planeten mit Anomalien. Haben wir da welche? Wir haben 3. Hier ist die Korallenriffe. Ja. Hier lebt im Augenblick keine Sau. Nichts gegen Schweine. Deshalb sage ich auch, keine Sau lebt dort. Wenn wir die Leute umsiedeln würden, Deneb 3. Ja, wir sehen, wir haben jetzt ja bereits 7 Industrie, 7 Forschung als Grundaufkommen des Planeten. Das ist der 4. Also das genau. Wäre ein deutlicher Anstieg unserer wissenschaftlichen Bestrebungen. Es wäre nicht schlecht. Woanders haben wir keine. Also ich pack's mal hinten rein, um mal glasklar zu sagen, wenn wir zwischendurch mal einen Forschungsschub brauchen, wäre das eine Möglichkeit umzusetzen. Wir beenden aber erstmal diese beiden Geschichten hier. Ich
Ich glaube, du hast gerade den Forschungspark der Endlosen statt des Magnetfeldgenerators. Das kann passieren, wenn man schon 10 nach 11 hat. Ja. Es wäre natürlich durchaus nicht schlecht, den Forschungspark der Endlosen zu erringen. Ich hatte mich aber schon... ist sogar... Das könnten wir uns überlegen. Also wir können nicht alles gleichzeitig machen. Wir können nicht gleichzeitig jetzt eine riesen Invasionsflotte aufbauen und gleichzeitig im selben System auch noch ein Weltwunder bauen. Aber wenn wir das gebaut haben, die KI kann es nicht mehr bauen. Genau, das ist ein einzigartiges Wunder. Also wenn es uns, nachdem unsere momentane Bauschlange abgehandelt ist, noch zur Verfügung steht, ist es durchaus eine Überlegung wert, dass noch vor den weiteren Invasionsschiffen oder Kampfschiffen anzuschieben. Ich lasse das mal, wie es ist. Big Data ist auch noch da, eine Systemverbesserung. Das ist natürlich sehr überlegenswert. Alle Schiffe, die wir bauen, starten mit mehr Trefferpunkten. Sollten wir das nicht eigentlich als erstes reinstellen, bevor wir die Schiffe haben, die Big Data werften? Die Erfahrungspunkte sind hilfreich, aber für die Invasionsschiffe nicht unbedingt notwendig, denn die haben hauptsächlich Auswirkungen auf den Raumkampf. Aber wir werden sie auf jeden Fall bauen wollen, bevor wir ernsthaft an unsere Kampfflotte gehen. Also ich würde sie trotzdem gerne nach vorne packen, weil wir haben hier so ein bisschen so ein Allrounder-Angriffsmodul ja auch extra reingepackt. Und warum soll man das verschenken? Sowieso, wie ich gerade sehe, keinen Unterschied. Ja, bei den hier. Die beiden Eskorten sind sowieso nächste Runde fertig. Genau, so machen wir das dann. Wir schauen uns auch die anderen Systeme mal an. Hier ist die Bauschlange Elea in Megretz. Hier müssen wir sowieso ein bisschen was machen. Was geht denn schön schnell? Hier würden wir jetzt dauerhaft auch mehr Zufriedenheit drin haben. Kostet uns allerdings 8 das ist verdammt viel. Die brauchen sehr lange, die Luxuslotterien. Der Forschungspark wäre auch hier baubar. Das könnten wir machen. Ja, Stefan, lass uns das doch machen. Wir haben doch mit Megretz, das war das zweite System, das wir uns geholt haben, aufgrund einer daraufhin gut geskillten Gouverneurin, der Petra, haben wir ein zwar kleines, aber unfassbar produktionsstarkes System mit 158. Lass uns da sagen, wir bauen auf unserer Heimatwelt die ganzen Schiffchen und nutzen das System 2, um das Weltwunder zu bauen. Durchaus eine Überlegung wert. Ich würde in diesem Fall erst einmal kurz auf dem Forschungsbildschirm nachsehen, ob jemand anders schon begonnen hat. Das kann man da sehen, das ist ja cool. Das kann man da sehen. Denn wenn du dir diese Tat heraussuchst auf dem Forschungsbildschirm, dann müsste im Tooltip stehen, welche Platzierung wir im Moment innehalten. Das müsste, entweder ist es im linken Quadranten oder im unteren Quadranten. Wie heißt das nochmal? Gib mir mal ein Stichwort für die Suchmaske. Freizeitpark war das, ne? Das ist der Forschungspark. Freizeitpark. Ich bin mir allerdings nicht sicher, ob die Suchfunktion die Taten durchsucht. So. Forschungspark. Ja. Sieht nicht so aus. Sieht nicht danach aus, in der Tat. Ja, also links oder rechts, sagtest du. Guck mal bitte mit mir. Links oder unten. Links oder unten ist eine von den. Eine von den Diamant. Symbolen in der Mitte. Ich habe ihn. Wir liegen auf Rang 1 von 4. Das heißt, noch niemand hat gebaut und deshalb liegen alle auf Platz 1. Niemand hat angefangen zu bauen. Dann schaffen wir das, komm. Das kriegen wir hin. Das wäre doch ein schöner Erfolg für uns, wenn wir auf diesem Kleinstsystem mit gerade mal 3 Bürgern ein solches Weltwunder gebaut hätten. Das wäre doch mega cool. Man kann Weltwunder sogar kaufen mit Einflusspunkten. Sogar das ist möglich, aber machen wir natürlich nicht, weil es zum einen nicht geht und zum anderen wäre irgendwie stillos. Ja, bauen wir, toll, bin total begeistert. Wenn alles gut läuft in 8 Runden, haben wir die Bürger denn so platziert, dass sie auf einem Planeten arbeiten, der der Forschungsbeste ist, der Produktionsbeste ist.
Ja, haben wir. Es ist zumindest der produktionsbeste Planet, der uns im Moment zur Verfügung steht. Ja, alles gut. Den noch stärkeren Gasplaneten können wir im Moment nicht besiedeln. Alles gut. Dann schauen wir hier nochmal rein. Wir wollten auf Amosa auch mal checken, ob wir hier noch irgendwas in der Bauschlange verändern. Ja, wir könnten auch hier auf Stufe 2 modernisieren und dadurch 60 mehr Produktion bekommen. Die Luxusressource hätten wir dafür. Da bin ich sehr für. Das machen wir mal. Und das interplanetare Transportnetzwerk hilft uns vor allem auf Planeten mit Vorkommen für strategische Ressourcen. Die haben wir hier aber nirgendwo, wenn ich das richtig sehe. Deshalb hatten wir die weggelassen. Das ist gut für Planeten mit Anomalien. Wir haben hier mutierte Flora, ist auch kolonisiert. Da sitzt auch ein Bürger drauf. Insofern wäre das eine Möglichkeit, dass wir hier Wer ist Juri noch einschieben. Weil der Bürger, der hier arbeitet, würde dann automatisch auch mehr Forschungspunkte generieren. Allerdings ist das so eine Systemverbesserung pro Bürger bei Systemen, wo man eh nur wenig Bürger hat, bringt das kurzfristig wenig. Besser sind so fixe Sachen, die fixe Boni liefert. Deshalb würde ich das alles hier erstmal weglassen. Das dauert viel zu lange. Was haben wir hier links noch? Das brauchen wir auch nicht. Das ist auch alles pro Bürger. Erfahrungspunkte brauchen wir nicht. Und das ist was ganz anderes. Das lassen wir mal so, wie es ist. Das sind fixe Werte für die Zufriedenheit. Und das hatten wir alles mit Absicht so eingestellt. Was wir natürlich in Amosa bauen könnten, in 4 Runden dann entsprechend, falls wir dann noch Bedarf danach haben, wäre mehr Schiffe. Denn Amosa liegt näher an der Piratenbasis. Also was wäre mit einem Siedler? Zieht der Bau eines Siedlers wie bei vielen anderen 4X-Spielen eigentlich einen Bürgerpunkt ab? Nicht beim Bau. Allerdings muss die neue Kolonie 300 Nahrung, also genau die Menge an Nahrung, die ein Bürger benötigt, erreichen. Und sie kriegt dann von bereits kolonisierten Systemen Nahrungslieferungen, was dazu führen kann, dass man auf einem kolonisierten System dann einen Bürger verlieren kann. Das muss aber, nicht unbedingt, kann passieren. Das ist aber unabhängig davon, auf welchem System man das Siedlerschiff gebaut hat, sondern dann wird einfach nur das nächstgelegene System als Voreinstellung genommen oder man gibt gezielt ein anderes System an, was diese Nahrungsquelle sein soll, oder? Genau. Ja. Also ist das für das Siedlerschiff egal und es wäre eigentlich gut, weil ein Siedlerschiff würde ich tendenziell da bauen, wo es am nächstgelegenen ist zu den Systemen, die man besiedeln möchte. Das geht am schnellsten. Das heißt, das wäre eine Möglichkeit, das dazwischen zu schieben oder das da hinten reinzupacken. Das ginge auch schnell. Ich stelle das mal ein und wir gehen mal kurz gucken. Hier vorne, Amosa ist hier unten. Wir wollten ja nach Meropa fliegen. Das könnten wir echt machen. Wir könnten sogar sagen, wir lassen es mit dem hier als Obersten, mit der Systemverbesserung. Ich ziehe mal den Siedler vor und gucke, wie schnell das geht. Das wäre in einer Runde fertig. Wir hätten in einer Runde einen Siedler. Wir könnten den dann schon mal rüberschicken, hätten dann ein viertes System. Ich finde, das sollten wir machen. Dann weiter mit der Systemmodernisierung, damit wir für später mehr Produktionspunkte hätten und so weiter. Wenn ich das umziehe, ja so würde ich es machen. Und runter den Rest. Ich glaube, das ist ein guter Plan. Dann hätten wir hier noch das hier. Ein Ereignis ist beendet. Ein systemweites Ereignis, das die Sichtweite auf alle Flotten erhöht hatte. Und ich glaube, das galt sogar für alle Zivilisationen, nicht mehr für das unsere. Wir sind fertig. Wir können auf eine Runde weiterklicken und machen es nicht. Wir machen es nicht, weil wir jetzt schon 20 nach 11 haben am 30. Juli. War ein schöner Live-Abend. Hat mir viel Spaß gemacht mit euch. Der nächste, wir streamen noch eine Idee weiter. Wir wollen euch nicht rauskehren. Vielleicht hat Stefan auch noch Zeit und Lust, ein, zwei Fragen von euch zu beantworten. Aber was ich euch gerne noch sagen möchte, ist, wann der nächste Endless Space 2 Stream ist. Der ist genau in 14 Tagen von jetzt an gerechnet. Das heißt, jetzt haben wir den 30. Juli und der nächste Endless Space 2 Stream wird dann sein am 13. August, wieder der Dienstag, in 14 Tagen, Endless Space 2 mit Stefan Kaiser und mit eurem WB.
Das war die Aufzeichnung hier. Und vielleicht genügend Gedächtnis, dass wir uns an den Helden auf dem Marktplatz erinnern. Stimmt, an den. Wir wollten, wir wollten noch Zeugs verkaufen auf dem Marktplatz und dann den nächsten Helden. Toi, 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 das klappt. Weißt du was, das können wir alles. Ich bereite immer die Streams damit vor, dass ich in das Ende des letzten Videos mal kurz reinhöre. Ich diktiere uns jetzt einen Spickzettel. Lieber WB der Zukunft, ich grüße dich ganz herzlich. Ich habe dich immer noch lieb und ich hoffe, du mich auch. Ich hoffe, du hast eine schöne Zeit gehabt in den nächsten beiden Wochen. Ja, ich meine dich ganz genau. Ich sehe mich schon richtig, wie ich mein entgeistertes und peinlich berührtes Gesicht sehe, während ich das hier gucke und gerade in eine Metaebene, die mir Kopfschmerzen bereitet. Denk bitte dran, du musst Ressourcen verkaufen, damit du auf dem Marktplatz schön viel Dust bekommst. Dann gehst du mit Stefan, der das diesmal auch wieder gut gemacht hat, beim nächsten Mal wieder shoppen und du schaust, dass du einen dritten Helden bekommst. Und dann hast du gleich ein Siedlerschiff fertig, dann geht es Richtung links, zu dem System ganz links. Da gibt es 5 Planeten, das wollen wir uns unbedingt unter den Nagel reißen. Dann haben wir noch 2 Techs vor der Brust. In 1 oder 2 Runden eine neue Technologie vor der Brust, da können wir ganz coole neue Angriffsschiffe mit produzieren. Und im Augenblick bauen wir 2 Schiffe, mit denen wir eine Invasionsflotte dann vorbereiten. Und wir bauen ein Weltwunder auf diesem Kleinstsystem, ganz, 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 ganz im Osten dort drüber. Drüben, das sehr produktionsstark ist, aber bevölkerungsschwach. Und sobald wir das Kolonieschiff rübergesucht, geschickt haben, müssen wir uns dann beim Bau des Außenpostens eine Nahrungsquelle aussuchen, die auch wirklich clever ist. Daran musst du denken. Alles klar? Bis dann. Tschüss, WB, ich hab dich lieb. Ciao. Ich hoffe, dafür gibt es niemals einen Twitch-Clip.